New York, Agentur Biolabor, 13.09.1930. Agent Gabe Logan. Fagans Disketten haben Ihnen die Möglichkeit zu Verhandlungen mit der Agentur gegeben und Sie haben dem Handel zugestimmt. Die Disketten für Lians Impfstoff. Aber Stevens hat sie reingelegt. Jetzt sind sie in den biogenetischen Laboren der Agentur in New York gefangen. Allein in 100 Meter Tiefe unter den Slums auf der Lower East Side. Stevens Falschspiel war Teil ihres Plans, denn so haben sie Zutritt zum Hochsicherheitstrakt, in dem sie einen Impfstoff herstellen können. Sie sind als Labormitarbeiter verkleidet und tragen einen Ausweis. Damit können sie sich umsehen. Aber bleiben Sie vorsichtig. Wenn Sie einem Laborangestellten oder einer Sicherheitskamera zu nahe kommen, werden Sie erkannt. Theresa, ich bin auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle, um meine Ausrüstung zurückzuholen und dann suche ich die Datensicherung. Ich habe mir einen Arztkittel und einen Ausweis besorgt. Damit sollte ich überall hinkommen. Ich versuche, deinen Standort zu überwachen. Sei vorsichtig. Sind wir doch immer. So. Dann gucken wir erstmal, wie gehabt. Gut, keine Karte, keine Waffen. Durchbrechen Sie das Sicherheitsnetz, holen Sie Ihre Ausrüstung zurück, installieren Sie ein mobiles Modem, stellen Sie Impfstoff her. Lösen Sie keinen Alarm aus. Alles klärchen. So, der gestreckte Modus ist tatsächlich geblieben. Ich habe nämlich zwischenzeitlich die Konsole ausgeschaltet. Okay, mit X läuft man jetzt langsam. Also sagen wir mal normal. A3. A3. Da ist A2. Ich lauf mal schnell. Ich habe das Synthese-Labor gefunden. Lians Impfstoff. Ich wünschte, das wäre so einfach. Das Labor ist verschlossen. Du musst einen anderen Weg hineinfinden. Okay. So, im Endeffekt stehen die beiden einfach drin und... Ah ne, die laufen. Ich wollte gerade sagen, die stehen drin und gucken sich in der Weltgeschichte um, aber... Tatsächlich bewegen sie sich auch. Auf dem Gelände befindet sich ein Einbrecher. Laborpersonal, sofort auf der... Ah, eine Kamera. Ich habe nur ein rotes Licht gesehen. Auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle. Ja. Gut, das war schön. Dann gehen wir links lang. Und müssen ein bisschen mehr auf die Kameras achten. Da ist ein Agenturtyp. Da ist ein weiterer Agenturtyp, also die müssen wir meiden. Und können sie aber auch nicht ausschalten, denn wir besitzen keinerlei Waffen oder ähnliches Gerät. Okay. Boah, ich kann mich auch hieran überhaupt nicht erinnern, ne? Überhaupt nicht. Auf dem Gelände befindet sich kein Einbrecher. Laborpersonal, sofort auf der... Wow, okay. Theresa, ich bin auf dem Weg zur Sicherheitskontrolle. Alles klar. Also, Agentenkameras. Soweit das Auge reicht. Gut. Ja, das Ding ist... Na? Der A3-Weg. Wobei, wir sind nicht hier lang gegangen, ne? Ich meine, an sich wäre es ja, glaube ich, vonnöten, dass wir zumindest einen Taser bekommen. Damit wir schon mal die... Sie sichern die Abteilung ab und ich hole schon mal einen Leichensack für Logan. Ja, Sir! Okay. Also er sichert die Abteilung ab. Das macht er wirklich vorbildlich. Okay, also von hinten erkennen die mich... nicht. Also anhand der Frisur. Ah, okay, das könnte jetzt eng werden. Ich schaue mir jetzt einfach mal hier in der Ecke die Ecke an. Danke.
Ist ja nicht auffällig, wenn sich ein Wissenschaftler in der Ecke stehend eine Ecke anschaut, oder? Also, wüsste ich jetzt auch nicht, was da als verwerflich dran sein sollte. So. Gucken wir uns mal die Kisten hier an. Ja, ja, schön, schön. Ja, was ist mit dir jetzt? Aha. Okay. Aha, ein Fuchs. Aber nicht mit mir, Leute. Nicht mit mir. Gut, jetzt sind wir einmal hier rumgelaufen, oder wie, oder was? Kamera? Ah, die guckt aber in die Richtung, die Kamera. Warte mal, jetzt bin ich verrutscht wieder. Ah, ich hab kurz hier auf den Bildschirm geguckt. So. Jetzt können wir kurz... Oh, das ist doch gut. Ich denke, solange ich nicht renne, erregen wir auch keinen Verdacht bzw. Aufmerksamkeit. Ich muss mal kurz mein Headset besiegen. Ah, keine Ahnung. Sollte stimmen. Aha. Wir müssen wohl das Sicherheitsnetz knacken, um diese Tür zu öffnen. Okay. Ja, Theresa, auf was wartest du? Dann knacke es. Du bist doch unser... Ui! Ich schau mir nur die Ecke hier an. Hallo? Hallo? Hier läuft ein Einbrecher im Gebäude rum. Hab's auch noch gestorben am Ende. Okay. Upsi. Ja, ich könnte mal hier lang laufen, ne? Also ohne Karte ist das... Oder ist das der Typ, der mich sogar erschossen hat? Kann das sein? Ne, er schaut sich die Tür an. Dann renne ich mal schnell weg. So. Das ist schon mysteriös, dass hier in so einem Labor sich so viele Spitzbuben aufhalten. Oh, was ist denn das? Das haben wir ja mal komplett übersehen. Tja, Freunde. Jetzt geht's hier rund. Und ich kann mich auch schön anschleichen. So, einmal quer durchs Gesicht geschnitten. Wie sich das gehört. Cool. Wir haben eine G18. Die ist aber nicht mit Schalldämpfer, oder? Ich guck mal gerade nach im Menü. Waffe G18. Mit einer Feuerrate von über 60 Schüssen pro Sekunde. Okay. Ist die G18 die vielleicht tödlichste Maschinenpistole der Welt. Ihre einzige Schwäche ist der schnelle Munitionsausstoß. Der unerfahrene Schützen überrascht. Beim Nachladen stehen sie dann ihren Feinden schutzlos gegenüber. Das könnte passieren, ja. Okay, aber... Ja, nichts von einem Schalldämpfer zu sehen. So, jetzt kommt die Tür, die geknackt werden muss, ne? Wir müssen wohl das Sicherheitsnetz knacken, um diese Tür zu öffnen. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Was ich hier tue, ist, glaube ich, ein Fehler. Zack. So, haben wir den Hinterkopf reingeschnitten. Ah, ich muss sagen, die Tötungsanimationen, die sind schon... Ui. Die haben was.
Ich verbinde dich von hier aus mit ihren Laborcomputern. Ich bin sicher, dass dieses System keinen Zugang zu geheimen Daten hat, aber vielleicht findest du so heraus, wo der Zentralcomputer steht. Lass mal sehen. Nein, die Zugangsberechtigung reicht nicht aus. Wir brauchen die Level-5-Berechtigung. Der Einzige, der diese Berechtigung besitzt, ist ein Typ namens Gershon. Sein Büro ist im Bereich A. Dieser Bereich ist abgeriegelt. Lass mich mal im Plan nachsehen. Da muss es noch einen anderen Weg geben. Sag mir Bescheid, wenn du etwas gefunden hast. Ende. Es gibt ein Netzwerk von Heizungsrohren, das die beiden Bereiche verbindet. Vielleicht kannst du da durchkommen. Nimm deinen Kamerastörsender mit. Da sind einige Kameras auf deinem Weg. Verstanden. Ich mache mich auf den Weg. Okay, ich denke, wir waren uns jetzt alle einig, dass das Spiel abgestürzt ist. Aber ist es nicht. Ich muss sagen, die Tötungsanimation, ist das geil einfach. Das Spiel signalisiert einem, okay, die Spielfigur macht irgendwas mit dem Messer. Daraufhin ist Blut zu sehen, was aus den Gegnern austritt oder rausspritzt. Und die Gegner fallen in sich zusammen, also fallen tot um. So, das sind so die drei Dinge, die damit einfach abgearbeitet werden mit der Animation. Nur wo er jetzt reinsticht und was jetzt die Stelle ist, die verwundet wird quasi, das ist jetzt nicht so wichtig. Okay, wow. Ja, im Endeffekt muss ich alles erkunden und muss am besten alle Agenten ausschalten. Ich meine, dass er jetzt mit dem Messer hier rumläuft, das macht ihn nicht gerade unauffälliger. Okay, Kamera ist ein Problem. Ist aber nicht schlimm, ich kann den anderen Bereich jetzt vorstoßen, denn ich habe ja jetzt... Ohohoho! Etwas, um die Agenten zu liquidieren. Ich warte am besten hier. Ja? Ich habe ihn zu spät einfach wahrgenommen. Aber auch hieran kann ich mich null erinnern, ne? Wirklich null. Das ist so krass. Hallo? Geh jetzt einfach bitte. Danke. Okay. Geh einfach mal hier lang. Dekontamination läuft. Dekontamination abgeschlossen. Ist das Messer wenigstens auch dekontaminiert? Oh, da ist ein Spitzbub. Ich glaube, der steht da so stationär einfach. Kein Schlenker machen. Zack. Oh, ins Ohr rein. Ui, das ist natürlich mies. Einfach mal kurz ins Ohr reingeschnitten. Ah, das ist die Waffe, die ich zu Beginn des Spiels meinte. Zu Beginn des Let's Plays. Das ist die Waffe, die durch kugelsichere Westen geht, meine ich. Die K3G4 ist eine beliebte Angriffswaffe und ist normalerweise mit Teflon beschichteten Kugeln ausgestattet, die sie zu einer tödlichen Waffe machen, da sie fast alle herkömmlichen Standardschusswesten durchschlagen können. Sag ich doch. Ja, die Waffe, die ist wirklich schön. Und die erinnere ich mich. Ey, Mann! Ich bin krank. Ich brauche Hilfe. Halt's Maul, es ist sowieso gleich vorbei und dann merkst du überhaupt nichts mehr. Okay. wieso hat der Gabe jetzt die Maschinenpistole? Aber erneut ist auch diese Waffe nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet. Verdammt! Ui! Hieran kann ich mich sogar ein bisschen erinnern, muss ich sagen. Och, Leute! Ah.
Das ist halt echt blöd, dass es hier keine Karte gibt, ne? Das mache ich später. Ich gehe erstmal in den anderen Bereich zurück. Ich meine, hier waren von irgendwie mehr. Hier waren mehr Agenten unterwegs vorhin. Habe ich irgendwie in Erinnerung. Agenten? Ah, nicht laufen. Kamera? Okay, hier lang. Ja, das war das, wo der Typ mich vorhin. So, mein Freund. Michael Myers ist ein Scheiß dagegen. So. Kurz einmal aus dem Handgelenk geschüttelt und schon ist der Nacken durchgeschnitten. Ah! Ich warte jetzt, bis er wiederkommt. Machen wir ein paar Moves. So. Ich finde einfach so geil, wie unglaublich verpixelt, man kann fast schon sagen verwaschen, dieses Biohazard-Zeichen einfach aussieht. So. Das war jetzt der telekinetische Schnitt. Ohne mit dem Messer das Opfer zu berühren. Oh. Bleiben Sie, ach, wie scheiße ist das denn jetzt gewesen? Oh Mann.